Hallo, in diesem Video seht ihr eine kleine News-Zusammenfassung zum iPhone 4G. Der iPhone-König meldet auf seiner Seite, dass im Internet Bilder des neuen iPhones aufgetaucht sind. Die Technik-Website engadget.com hat heute ein neues Foto des iPhone 4G oder HD veröffentlicht. Weiter schreibt der iPhone-König, dass das iPhone anscheinend in einem Café in San Jose in einer iPhone 3G-Hülle gefunden wurde und Ähnlichkeiten hat mit dem Foto des iPhones, das am 20. Februar via TweetPic gepostet wurde und aus China stammen soll. Der iPhone-König spekuliert weiter, wenn diese Bilder echt sind, kann man davon ausgehen, dass Apple das neue Gerät im Zuge der Worldwide Developers Conference präsentieren wird. Und hier die Bilder der chinesischen Website. Der Apfelblock.ch schreibt, das neue iPhone kommt vorerst ohne AMOLED-Display. Ja, das ist schade, denn die OLED-Display-Technologie ist sparsam im Energiekonsum und liefert gestochen scharfe Bilder. Ich persönlich schätze, dass in einem Jahr über die Hälfte aller Mobiltelefone mit einem OLED-Bildschirm auf den Markt kommen werden. Der Handyspezialist Don Rivas zeigt auf seiner Webseite die ersten Screenshots und Videos des neuen iPhone OS 4.0 Beta 1. Er schreibt, wenige Stunden nach der Keynote von Apple tauchen die ersten Videos und Screenshots des iPhone OS 4.0 Beta 1 im Internet auf. Apple hat für alle Developers die Beta 1 bereits freigegeben. Das Hauptaugenmerk richtet sich bei den Video-Reviews auf die Multitasking- und Folder-Funktionen. Ja, das war die kleine Übersicht und es bleibt spannend, was uns das iPhone 4G so alles noch an News präsentieren wird.